Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Alternate und zwar mit dem Alternate Gaming PC Window Edition RTX 4070 Intel bla 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 für 2099 Euro runtergesetzt von 2199 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir wie immer vorgeschlagen bei unserem Videovorschlägekanal auf Discord und zwar von Alois Black F und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das stimmt tatsächlich 1 zu 1. Das ist völlig richtig, der RAM leuchtet so, die Wasserkühlung leuchtet so, das Gehäuse sieht so aus, das gefällt mir so. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das ist das APNX C1 CFV1. Ausgeschrieben heißt es dann einfach nur APNX Creator C1 Chroma Flare, das ist dieses CF dabei. Das bringt schon 320 mm Lüfter in der Front mit und einen im Heck, hat eine Mesh-Front, hat eine Glasscheibe. Ich hatte es noch nie in der Hand, aber es wird vom Airflow durchaus ausreichen, so wie das aufgebaut ist und auf den Bildern aussieht. Von daher ist das okay. Und das kostet auch stolze 154,90 € direkt bei Alternate. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-14600KF. Der hat 14 Kerne, 20 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch im Turbo 181 Watt reinschrauben und unterstützt offiziell DDR5-5600MTS oder DDR4-3200MTS. Wie immer könnt ihr auch schneller laufen lassen. 6000 überhaupt kein Problem im Bereich DDR5, DDR4-3600 auch kein Thema. Das ist ein guter Prozessor zum Streamen, zum Zocken, man kann damit auch Bildbearbeitung machen bzw. Animationen erstellen und so weiter. Man muss keinen 14700er nehmen. Erst recht nicht für einen Gaming-PC. Natürlich wäre ein 14700 oder 14900 in solchen Anwendungsszenarien besser, aber die kriegt ihr sowieso nicht gekühlt, also wenn ihr jetzt irgendwie schneidet oder rendert oder so. Von daher finde ich das hier wirklich eine gute Wahl. Und der kostet 299,99 € bei Trend IT über eBay. Der CPU-Kühler ist eine BeQuiet PureLoop 2FX 360 mm. Eine 360er Wasserkühlung ist erstmal optisch eine feine Sache und für den Prozessor auch wirklich empfehlenswert, weil er sich halt im Turbo 181 Watt reinschrauben kann. Das kriegt ihr aber auch auf jeden Fall gekühlt, läuft dann auch einigermaßen leise. Ich hatte sie selber noch nicht im Test, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber rein vom technischen Aspekt her ist die okay. Und ihr habt halt noch so ein bisschen Beleuchtung mit dabei, das könnt ihr dann über die Mainboard-Software steuern. Und die kostet 127,32 € bei Okluge über eBay. Der Arbeitsspeicher ist Kingston Fury Beast RGB 32 GB 5600 MTS. Leider schreibt Alternate hier die Timings nicht mit dabei, deswegen nehmen wir jetzt so ein Mittelding. Es gibt ja CL40er, CL36, CL32, CL30 und so weiter. Wir nehmen jetzt den CL36er, ich gehe auch schwer davon aus, dass der reinwandert. Ansonsten 5600 MTS, ja gut, man hätte auch 6000er nehmen können, das nehmen wir immer so, ist für uns immer so ein bisschen der Sweet Spot auch beim Preis her. Ansonsten 32 GB ist völlig okay, aber er hätte halt schneller sein können. Ihr habt auch noch ein bisschen RGB Beleuchtung hat man ja auf den Bildern eben auch schon gesehen. Und der kostet 127,87 € bei BEA Computer in Österreich bzw. 131,08 € bei Mindfactory in Deutschland. Was den Datenspeicher angeht, haben wir 2 TB und zwar eine Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2800 MB die Sekunde. Die hat teilweise QLC oder TLC Speicher, kommt drauf an, was ihr da jetzt bekommt. Rein zum Zocken reicht das, ihr braucht jetzt nicht so eine mega schnelle SSD, aber man kriegt in dem Preisbereich für 99 Euro definitiv schon schnellere und qualitativ hochwertigere SSDs. Ansonsten 2 TB ist okay, hätte halt auch schneller sein können, gerade bei einem 2000 € PC. Und die kostet 99,99 € bei reichel.de. Die Grafikkarte ist eine Gigabyte GeForce RTX 4070 WinForce X3 OC 12 GB. Das wäre dann diese hier, ja, die 4070 für Full HD und auch WQAD Gaming noch geeignet, 4K, klar, E-Sports Titel oder so wird damit funktionieren, kommt aber ja nicht auf die Idee, irgendwie in 4K Cyberpunk auf Maximum zu drehen, das packt die dann nicht mehr. Zumindest nicht bei Framerates, die ich jetzt persönlich angenehm finden würde. Klar würdet ihr da irgendwie 30 Bilder oder so kriegen, aber das finde ich dann nicht mehr so gut spielbar. Aber ansonsten orientiert euch halt an dem FPS-Test in der Videobeschreibung. Und die kostet 589 € bei Mindfactory. Und jetzt schreibt bitte nicht wieder in die Kommentare, aber wir haben doch auch die Super und solche Sachen. Ja, das mag alles sein. Hier ist jetzt die drin, deswegen bewerte ich die und nicht irgendwie eine Super oder Ti oder sonst was. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix B760F Gaming Wi-Fi. Der B760 Chipsatz, ja, der ist eigentlich ausreichend. Denkt gar nicht ans Übertakten. Ich hatte ja früher Videos, wo ich gesagt habe, warum ist jetzt nicht der und der Chipsatz da drin, damit ihr auch übertakten könnt. Die meisten, die einen Fertig-PC kaufen, wollen gar nicht übertakten. Das müsst ihr jetzt für
ihr euch selber festlegen. Wenn es euch wichtig ist, hätte ein anderes Board reingehört. Mit B760 reicht es aber zum Zocken halt. Ansonsten haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots. Wobei den hier könnt ihr wahrscheinlich nicht benutzen wegen dem Kühler der Grafikkarte. Aber die 2 weiteren für eine Capture-Card oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. 4x USB 3.0, einmal USB 3.1. USB-Typ C ist auch mit am Start. Netzwerkanschluss und halt die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier nicht benutzen. Es ist ein KF-Prozessor. Das F heißt einfach nur, der hat keine integrierte Grafikeinheit. Zieht das Bild bitte sowieso über die Grafikkarte. Das ist schon ein ordentliches Board und sieht auch noch hübsch aus und bringt technisch alles mit, was ihr braucht. Und das kostet 245,19 € bei officepartner.de. Was das Netzteil angeht, haben wir ein BeQuiet Pure Power 12M 650 Watt mit 80 plus Gold Zertifizierung. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist eben 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. 650 Watt reichen für das System auch dicke aus. Ihr könnt theoretisch sogar eine 4070 Ti noch da reinschmeißen, selbst dann würde es noch reichen. Bei einem 2000 € PC hätte ich mir ein stärkeres gewünscht, einfach nur, dass man hinterher bessere Upgrade-Möglichkeiten hat, aber so ist es jetzt halt. Qualitativ brauche ich da gar nicht meckern, es ist ein ATIN-Netzteil. Und das kostet auch glatte 100 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist Microsoft Windows 11 Home 64-Bit. Aktuellstes Betriebssystem in der Home-Variante, mehr braucht ihr zum Zocken auch nicht. Und das kostet 24,80 € bei IT Hardpuls. Und was hier auch wieder ein richtig geiles Gimmick ist, ich meine, klar, es ist aufgelistet, aber ihr könnt hier irgendwo draufdrücken, zum Beispiel hier oben, und dann erklärt er euch direkt, was hier verbaut ist. Ich meine, man sieht es auch auf den Bildern, aber man kann sich hier auch noch Details angucken und so. Das finde ich echt eine nette Funktion, das können ruhig mehr Systemintegratoren machen, weil dann kann auch ein Kunde, der sich jetzt nicht so auskennt, da ein bisschen belesen. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.769,06 €. Und das System kostet 2.099 €, was schon runtergesetzt ist um 100 €. Das heißt, ihr zahlt jetzt ca. 330 Flocken Aufpreis fürs Zusammenbauen. Gut, ihr habt noch gratis Versand drin und so weiter. Das finde ich aber auch schon ein bisschen viel im Bereich von 2.099 €. Das ist nicht krass überteuert. Von der Konfiguration her ist das System jetzt auch nicht schlecht. Beim RAM weiß man nicht genau, was man bekommt, aber das passt alles schon einigermaßen zusammen. Klar, bei einer 4070 hätte man jetzt auch einen schwächeren Prozessor nehmen können, aber der 14600K ist halt gut ausgelegt, dass ihr später upgraden könnt. Ich habe jetzt einfach mal bei Dubaro etwas nachkonfiguriert, da seid ihr jetzt 11 € günstiger. Wir haben auch so ein Airflow-Gehäuse, auch den 14600KF, genau die gleiche Wasserkühlung. Wir haben ein Tomahawk-Mainboard mit Z790, also theoretisch könntet ihr dann dementsprechend übertakten. Wir haben 6000er RAM drin mit CL30 von G-Skill. Wir haben eine 2 TB Kingston NV2, eine 4070 Ti Super. Da kommen wir jetzt auf das Thema, was ich eben gesagt habe. Deswegen habe ich ja nur die 4070 erwähnt gehabt. Und halt ein 850 Watt Netzteil von Corsair. Ist jetzt qualitativ nicht viel besser als das von BeQuiet, hat aber mehr Leistung. Und da seid ihr halt 11 € günstiger gegenüber dem anderen System und habt eine wesentlich bessere Grafikkarte. Und wenn wir uns da die Liste angucken, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir halt bei 1.942,22 €. Und ihr zahlt dann hier einen Aufpreis 140 €. Das würde ich mir dann halt schwer überlegen. Nehme ich jetzt den Alternate PC oder nehme ich hier die Alternative, die auch ungefähr gleich aussehen wird? Wie gesagt, der Sprung von einer normalen 4070 zu einer 4070 Ti Super ist gewaltig. Und ihr habt auch noch das bessere Netzteil. Also das könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr jetzt dann diese Konfiguration nehmt. Ihr könnt euch die einfach quasi kopieren, wenn ihr wollt. Oder ihr kauft eben das System, habt aber nicht so viel Grafikleistung. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.